Hi Leute, hier ist wieder eure Skyrimissa zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Zu unserem zweiten Part in der Mirage Arena. Ja, nachdem wir im letzten Part in den ersten drei Welten alle Sticker und verbliebenen Schatztruhen gesammelt haben, werden wir uns jetzt aufmachen in die Mirage Arena. Ich habe im Übrigen ein bisschen privat gelevelt. Man sieht es auch an dem Zeichen, das ich hier oben habe. Das ist mein Arena-Level. Mal sehen, ob ich das auch im Status einsehen kann. Ja, kann ich. Ich habe momentan Arena Stufe 4. Das kann uns... Oh, hier sieht man auch die ganzen... Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ich das hier noch nachgucken kann. Im Übrigen kann man hier Medaillen bekommen, ähnlich wie in Kingdom Hearts Dream Drop Distance, also K3D, indem man Medaillen sammelt. Diese Medaillen schalten dann Sachen frei. Die schalten auch wiederum Tickets frei für bestimmte Missionen. Wir haben jetzt schon das Risikoticket und das Wächterticket freigeschaltet. Die werde ich auch beide holen. Dadurch schalten wir ja schließlich neue Missionen frei. Ja, das sind Freundeskommandos. Wir haben ja schon sowas wie Konfetti und Provozieren gesehen. Und man kann damit besondere Sachen freischalten. Und man kann auch mit Freunden zusammen das Triogramm nachbauen, mit Lichtkugeln, die mit dem getimten Drücken von Expositionen explodieren und dann was machen. Und Gruppen Vitra und Vigra kann man dann halt alle heilen. Manöver kann man wohl auch mit der Zeit freischalten. Genauso wie bestimmte Multifokus-Kommandos, die man dann bekommen und auch leveln kann, nämlich Photonenknall und Giftschwall. Allerdings brauchen wir da noch einiges an Arena-Stufen, sag ich jetzt mal. Wir gehen jetzt auch gleich in die Arena. Diese beiden Missionen... Achso, die haben wir neu. Moment. Also wir haben einmal Tag der Abrechnung und Weberfieber gemacht. Das bedeutet, wir werden jetzt geächteter Wächter machen. Mit einem Spieler. Und dann melden wir uns für dieses Ereignis an. Das ist eine dieser Ticket-Missionen und wir werden uns dann gleich ab in die Mirage Arena begeben. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich habe jetzt nicht die allerbesten Kommandos drin. Sollten wir also verlieren, werde ich mich hier hoffentlich wieder in die Lobby begeben können. Und dann werde ich natürlich ein Top-Team, also ein Top-Kommando-Deck zusammenstellen. Ich habe aber mit Absicht nicht das Beste drin. Das so viel dazu. Das liegt einfach daran, dass ich auch Kommandos leveln möchte. Das habe ich auch zum Beispiel nur Vita drin habe und nicht Vigra. Einfach auch, weil ich mich ein bisschen selber herausfordern möchte. Soll ja hier auch eine Arena darstellen. Eine Arena ist immer herausfordernd. Und ja, ich habe den ersten Abschlussangriff drin. Schade, konnte ich nicht in der Luft anwenden. Ich versuche nämlich beim Abschlussangriff den dritten Zweig freizuschalten und weiß leider nicht, wie das geht. So, aber jetzt spielen wir mal ein nettes Kommando, nämlich unseren Luftstaccato und unseren Schallschock. Ich glaube, die werde ich über lange Sicht drin behalten, weil ich die beiden einfach genial finde, die Kommandos. So. Und hier kommt unser Feuiger, unser Zeitlupenfeuiger und nochmal unser Feuiger. Und jetzt haben wir Feuersbrunst drin, ne? Oh oh, wir sollten langsam heilen. Ungefähr jetzt. Und ihr merkt schon, Vita hat uns ziemlich voll geheilt. Gut, jetzt sind wir in der zweiten Runde erst. Wow. Aber das ist ganz gut, das fordert schön. So. Jetzt haben wir Ars Fatalis wieder drin, ne? Das ist natürlich standardisiert und normal. So, unser dunkler Dunst hat auch Stufe 2 erreicht. So.
Und jetzt haben wir dunkler Impuls freigeschaltet. Das kann man im Übrigen, wenn man solche Kommandos wie dunkler Dunst und so weiter verwendet, freischalten. Und nicht nur im Kampf gegen Erakus, was ich auch herausgefunden habe, privat. Auch einer der Gründe, warum ich dunkler Dunst jetzt drin habe, damit wir halt sozusagen dunkler Dunst als dunkler Impuls als Geheimwaffe einsetzen können. Zusammen mit dem Multifokus und oh Gott, hier schon wieder. Gut. Wir sollten jetzt aus dem Weg gehen. Oder auch nicht. Nur so lange, bis der Kollege rot wird. Und jetzt schnell weg. Ah, er ist explodiert und wir sind natürlich im nächsten Abschnitt. So, schnell Feuer einsetzen. Ja, ich habe im Übrigen auch Eisgar drin, für alle Fälle. So, jetzt habe ich gerade Klingenaura drinne. Ein sehr genialer Kommandostil, der die Reichweite des Schlüsselschwerts auch um einiges erhöht. Ui. So, und jetzt wieder. Ja, das war gerade hier der Endangriff der Klingenaura. Ein sehr mächtiger Angriff, wie ich finde. So, Luftstaccato und jetzt kommt unser guter alter Schallschock. Oh, okay, wir sind jetzt in Runde 4. Gegen ein paar Hasen. Im Übrigen habe ich nachgeguckt, wie diese Dream Eater heißen, die so ähnlich aussahen. Die heißen im Übrigen Mimi-Hase. So. So, und jetzt nochmal Klingenaura. Aber leider hat er nicht so viel Wirkung gezeigt, wie ich das wollte. Gut, jetzt haben wir Diamantenstaub drin. Ne? Sehr verschiedene Kommandos, die ich als Kommandostile, die ich jetzt einsetze. Auch mit Absicht, damit ich halt ein bisschen Variation in den Kampf bringe. Soll ja jetzt nicht so unglaublich langweilig für euch werden. So. Jetzt auch mal ein bisschen Multifokus spielen. So, ihn erstmal fertig machen, den Vogel. Gut, jetzt das explodierende Viech fertig machen. Einmal kurz Vita spielen. Gut, jetzt nochmal mit dem Multifokus, der ist nämlich extrem gut gegen die Vögel. So, ich weiß. So. Auch wenn uns das den Fokus kostet. So, wo ist der letzte? Warten wir, bis er runterkommt. Schießen ihn mit Vollgas ab. Schön gegen den Kopf. Und jetzt scheint er zu kommen. Der Boss dieser Mission.
Gut, das ist der Eisenwärter Nummer 2. Sozusagen die Weiterentwicklung unseres Eisenwärters von damals. Und wir brennen und deswegen nehmen wir Schaden und das ist scheiße und wir brauchen Hilfe. Okay, wir haben leider nur einen Schuss hinbekommen. Das ist schlecht. Oh Gott. Gut. Fuck. Okay, wir müssen weg und wieder. Fuck, Alter. Das Ding ist hart. Okay, Vita ist so gut wie voll. Gut. Jetzt kommt er runter. Verdammt. Jetzt. Verdammt. Ich wollte eigentlich mit dem Multifokus einen heftigen Treffer landen und okay. Gut, jetzt. Verdammt. Wieso hat das nicht geklappt? Jetzt aber. So, und jetzt ganz schnelles Button-Bashing, dass er auch was abbekommt. Mist, leider kein guter Treffer, aber ein Treffer. Ich muss sagen, die Mission ist jetzt gerade schon sehr spannend. Gut geheilt. Okay, wir haben aber nicht viel geheilt. Das ist schlecht. Gleich ist Vita wieder voll. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder voll. Und unser Fokus ist auch wieder voll. Ah, Mist. Ich hab's manchmal mit dem Fokus, dass ich das ein bisschen schlecht drücke und versehentlich L und R vorher loslasse. Jetzt hat das nicht gemacht, obwohl ich nicht losgelassen habe. Verflucht. Okay, kontern wir mal mit dem... Okay, er lässt mich nicht zum Zug kommen. Das heißt, wir müssen weg da. So, wunderbar. Jetzt klappt's. Gut, neuer Rekord. Wieder heilen. Man bedenke bitte, ich habe es mir absichtlich schwerer gemacht. So. Wir haben es gleich. Das ist jetzt unser letzter Angriff. Gut. Er ist besiegt. Super. Ja, das war's. Damit wäre die Wächtermission geschafft. Wir haben 150 Medaillen erhalten. Das ist in etwa so viel, wie wir gebraucht haben. Das ist sehr gut. Und wir haben Xehanort Bericht Nummer 5 bekommen. Und ja, wir können unter anderem hier die Berichte bekommen, indem wir die Mirage Arena machen. Auch, wie ihr gesehen habt, Items etc. Und wir haben Arena Stufe Nummer 5 geschafft. Gut. Ich würde sagen, dann wechseln wir mal Vita zu Vitra aus, weil es ist, und ich nehme auf jeden Fall ein Feuer weg, weil es doch ein bisschen zu viel ist.
Ich werde dafür mal einen Frostwurf reintun. Und dann werde ich da Zeitlupenfeuer. Was nehme ich denn da mal rein? Ich glaube, ich werde da mal Blitzgar reinmachen, ja. Damit wir auch mal ein paar andere Kommandos haben. Und ich habe jetzt 3 Gas drin. Na, dann mache ich es mal ganz interessant. Dann mache ich auch Vigra rein. Dann haben wir nur Gar bzw. Radzauber drin. Ansonsten passt unsere Aufstellung. Super. Das heißt, Moment, können wir eigentlich wieder was fusionieren? Ich will mal ganz kurz schauen, ob es da was gibt. Feuerschlag? Und mit was soll die bitte gehen? Was habt ihr denn da wieder Schönes für mich? Feuerschlag und Schmetterklinge, das klingt doch interessant. Dann nehme ich mal einen Kraftkristall dazu. Mal sehen, was kommt dabei raus. Und, ui. Da habe ich scheinbar gerade was sehr Gutes zusammengeholt. Na gut, dann werde ich statt Frostwurf mal diese Meteor... Achso, da muss ich einen Slot verzichten. Nee, dann lasse ich das. Führe einen mächtigen Sprungangriff weit in die Höhe hinaus. Lasse gleichzeitig mehrere Meteoriten herabregnen. Wow. Das Ding ist hart. Das ist cool. Na gut, wählen wir uns mal ein. Ich habe ja immer vor, so 1 bis 2 Missionen pro Part zu zeigen. Und ich finde, in diesem Part mache ich dann mal 2. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Doppelgänger. Das klingt doch ganz interessant. Ja, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, los geht's. Ab in die Mirage Arena. Und vor allen Dingen finde ich das ganz wichtig, alle Medaillen zu zeigen. Und wow, wir sind hier im tiefen Weltraum. Cool. Vor allen Dingen, weil wir jetzt die schöne Musik vom tiefen Weltraum hören. Ach ja, ich erinnere mich immer noch mit Freuden an die Parts mit Saigor. Die waren sehr genial. Im Übrigen, hoffe ich, ihn noch ein paar Mal begrüßen zu dürfen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit ihm aufzunehmen. Die Frage ist nur, ob es klappt. Ich hoffe, ja. So, ah, hier kommen die Schuhe. Super. Wir haben jetzt Feuersbrunst drin, ne? Ist im Übrigen auch ganz cool, dass wir auch immer andere Kampfstages sehen. Dann haben wir wenigstens auch ein bisschen was zu gucken und ein bisschen schöne Musik zu hören. Gerade die Musik vom tiefen Weltraum finde ich doch mit sehr genial. Und... So. Und wir haben gerade Diamantenstaub gerade fertig. So, ich heile mal. Ah, hier bist du. Super. Einfach mal schön alle Gegner niedermetzeln. So muss das aussehen. So, für so einen kleinen Fisch baue ich jetzt nicht extra was auf. Und dann mal weiter. Du bist mit am gefährlichsten, deswegen besiege ich dich zuallererst. Ah, hier ist noch so einer. Die teilen sich. Die erinnern mich an die Quallen aus Dewey. Oh. Die Quallen waren mies. Na gut. Die Quallen bei The World Instance You waren echt mit das Mieseste. Konnten dich leben und konnten sich vermehren wie die Karnickel. Und dann auch noch eine andere Art. Wer sich noch an meinen Let's Play to The World Instance You erinnert, weiß, was ich meine. Ich sage nur Supply Factor. Ah, das hat mich geärgert. Dieser Pin. Ah. So. Es sind diesmal wieder ein bisschen mehr Gegner als beim letzten Mal. Das ist aber cool. Dann hat man ein bisschen mehr Herausforderungen.
So, schön den Frostwurf. Und wir sind jetzt in der nächsten Runde, Runde Nummer 4. In die Mitte stellen und Blitzke einsetzen. So macht man das. Und ja, schön mit Donnerschlag alles besiegen, was einem in die Nähe kommt. So muss das aussehen. Ich bin zwar nun nicht der sonderliche Skiller in KH, nicht so krass wie manche Abonnenten von mir, die Level 1 Veteranen-Runs machen. Ich meine das jetzt nicht böse, aber es ist krank. Es ist echt krank. So, jetzt nochmal Schallschock. Ja, ich bin jetzt gerade blöd. Ach, da bist du. Na gut, setzen wir mal Blitzke ein. Ah, da hat meine Kombi geblockt. Arsch. Gut, wir haben jetzt gerade wieder Feuersbrunst drin. Dann prügeln wir mal die Gegner wieder zu Brei. So. Und was passiert jetzt? Wer wird kommen? Es ist ein Boss. Es ist der Doppelgänger. Doch warum er so heißt, keine Ahnung. Oder Phantomime heißt er, okay. Hat fucking viele HP. Zwar nicht das HP-Maximum, aber viele HP. Oh. Oh Gott, nein, er hat mir gerade einen Statuseffekt drangehauen, dass ich kaum was sehe. Ich bin verwirrt. Fuck. Jetzt bräuchte man Medika oder ein Allheilmittel. Ich glaube, das hätte das aufgehoben. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber gut, mit dem Schallschock bomben wir natürlich einiges weg. Ah, jetzt erklärt sich auch, warum er Doppelgänger heißt. Er kann nämlich deine Gestalt annehmen. Also warum die Mission Doppelgänger heißt. Der Gegner der Phantomime kann deine Gestalt annehmen. Das ist natürlich kacke. So. Fuck, wo ist dieses Mistding? Der Buch. So, hier. Gut, mit dem Düsterhagel sollten wir da doch einiges reißen können. Fuck. Ah, jetzt hat er mir die Dunkelheit hat er mir wieder Dunkelheit angehext. Aber wir sind bereit. Unser Sichtfeld ist vernebelt gewesen für eine gewisse Zeit, wie immer. Verdammt. Und jetzt kriegt er richtig eins auf die Möhre mit dem Düsterhagel. Das war gerade schön. Ah ja, und wenn er unsere Gestalt annimmt, dann ändert er sich. Gerade eben hieß er Kalza oder so ähnlich. Verdammt. Ja, ich weiß, du hast mir wieder so einen netten kleinen Statuseffekt dran gebrannt, du Drecksvieh. So. Okay, jetzt gerade mit dem Multifokus ist mit dem Multifokus arbeiten ist Bullshit. Jetzt aber nicht mehr.
Er ist auf dem vorletzten HP-Balken. Wunderbar. Ah, da ist er. Jetzt hat er sich zwei Doppelgänger geschaffen. Ja, und wir merken natürlich, Scarlet ist die richtige und nicht die umgestellten Namen. Nein, verdammt. Das ist ein mieser Gegner. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen mal ein wenig ausweichen. Wunderbar. Aber gut, wir können durchaus mit unseren Doppelgängern umgehen. Wenn man das allerdings mit mehreren spielt und dann sowas passiert, das kann sehr verwirrend werden. Das ist lustig. Boah, wir prügeln gerade auf den ein wie sonst was. Ah, da ist wieder unser Pantomime. Gut. Toll. Gerade als wir wieder raus waren aus diesem Effekt, kommt es wieder. Gut, jetzt noch einmal den Düsterhagel auf ihn drauf. Leider nur ein einziger Treffer. Ah, jetzt haben wir 5 Treffer gehabt. So, nochmal Luftstaccato und wir haben es geschafft. Obwohl alles umherum finster. Haben wir es hingekriegt. Meine Hand tut ein bisschen weh. Ist aber nicht schlimm. Und wir haben diesmal 180 Medaillen erhalten. Coole Sache. Okay. Und wir haben ein weiteres Schlüsselschwert erhalten. Die Schattenlefzen. Ein Schlüsselschwert mit geringer Reichweite, das aber nur selten kritische Treffer ermöglicht, aber einen hohen Attackewert hat. Und ja, man kann hier unter anderem auch mit eines der besten Schlüsselschwerter freischalten, wenn ich mich richtig entsinne. Wie gesagt, die Mirage Arena zu machen hat nur Vorteile. Aber ich habe es bislang halt nicht gemacht, weil ich halt gute Fähigkeiten und gute Skills zum Kämpfen haben wollte, um mich nicht komplett zu blamieren. So, und damit würde ich dann sagen, wir verlassen wieder unsere gute alte Arena. Wir haben ja unsere 2 Missionen für diesen Part gemacht. Mehr möchte ich auch nicht unbedingt machen, weil das dann ein bisschen zu viel ist. Immer 4 Runden auf einmal. Etc., etc. Und deswegen würde ich sagen, im nächsten Part werden wir uns wieder ein paar Welten vorknüpfen. Nämlich einmal den mystischen Turm, denn da fehlt uns tatsächlicherweise noch ein Sticker. Und Radiant Garden. Und da fehlt uns noch einiges. Und deswegen mache ich auch 2 Welten im nächsten Part. Gerade weil uns im Radiant Garden so viel fehlt. Und das dann entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ja, da werden wir irgendwann nochmal hinkommen. Irgendwann, aber nicht heute. Aber im nächsten Part steht wieder eine nette Sticker- und Schatzsuche an. Von daher, bis dann, Leute. Bye, bye.